Ich werde nun den besten FLOG drehen, den ihr in eurem Leben gesehen habt. Denn heute bin ich unterwegs mit einem POV-Pornstar. Oh Mann, was machst du denn hier in meinem Office? Ich weiß auch nicht. Sitzen? Ich sitze hier. Und ich sitze hier. Ich bin mit Hannah Secret heute unterwegs und zwar werden wir gleich ein Video für Inoskope 85 drehen, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wie ist es für dich, jetzt beispielsweise in so einem Video dabei zu sein? Es interessiert mich nicht. Wir haben ein bisschen Hackmeck am Start, denn ich muss sie gleich zum Flug... Wer legt seine scheiß Räder hier ab? Nee, also genau so muss ein Office aussehen. Ein Tisch voller unbenutzter Klamotten, eine Säule, Softlights, eine Pornodarstellerin und Räder. Hey Hannah, erzähl kurz was zu deiner Person. Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du? Ich bin Hannah, ich bin 23, ich komme aus Hamburg und ich drehe Pornos. Cool. Ja, und ich muss gleich zurück nach Hamburg und wir haben gerade Sport zusammen gemacht, oder? Genau, ja, das ist absolut richtig. Hannah, du drehst POV-Videos, ne? Das heißt sozusagen Point of View, oder? Das ist Point of View, was du gerade mit mir machst. Du erzählst uns gleich noch ein bisschen, wie dein Alltag aussieht während der Autofahrt dann. Ja. Und noch ein paar andere Tätigkeiten. Okay. Ja? Und Hannah weiß einfach Bescheid, ich gehe ins Fitnessstudio, mir ist einfach Fitness wichtig. Darauf hat sie mir erstmal den Gin geschenkt. Danke dir, Digga. Hannah, wie war es in Stuttgart bisher? Sehr schön. Ja, okay, und, ich find's auch richtig nice. Sorry, was? Krasses Freibadwetter. Ey, Sabine, bitte. Blas nicht so hart wie Hannah. Sabine, Digga? Ist es gerade? Ist es gerade dein Ernst? Danke nochmal. Hannah, danke nochmal. Wie findet ihr meine OOTD? Komplett beschissen, oder? Bist du meine Nachbarin gewesen? Dein Beruf ist krass ähnlich zu meinem. Du verfilmst auch alles Mögliche. Ich nur in anderen Situationen. Ah, hör mal. Pass auf mit den Rädern. Jo. Passt es. Hannah, die Frage, die viele interessieren wird, und zwar, ich sag mal so, du warst ja nicht von Geburt an Pornodarstellerin, oder? Nein, das ist richtig. Ach so, okay, ja. Wie bist du zu dem gekommen? Also, wie bist du darin gekommen? Man kommt dazu, indem man einfach Spaß hat am Sex. Also, du denkst so, der Flankentyp, so eine übel geile Tuss weg. Oh Mann, war komplett nicht geil. Ja. Okay, perfekt. Ja, so einfach bedürfnisbefriedigt, keine Ahnung. Aber es gibt ja Menschen, die haben wirklich Spaß am Sex und mögen das oft, gerne, überall und schämen sich nicht für ihren Körper oder für das, was sie da gerade tun und was da gerade mit ihrem Körper passiert. Dann gibt es Menschen, die sind halt sehr prüde und... Prüde? Oder schroff? Ja, vielleicht beides. Und schämen sich einfach beim Sex für bestimmte Geräusche, die entstehen oder wie auch immer. Also, mach mal ein Geräusch vor, das da entstehen könnte, das unangenehm sein könnte für Leute. Okay. Es hat sich so entwickelt, das war nie geplant. Ich habe das irgendwie aus Just for Fun so mit meinem Freund damals angefangen, dass wir gesagt haben, wir drehen mal privat ein paar Pornos. Und daraus ist dann halt entstanden, man meldet sich bei dieser schmutzigen Seite an und ja, hatte einfach Spaß am Sex. Ja, aber da muss es ja nochmal so einen wesentlichen Unterschied geben von ich habe Spaß an Sex zu, ich drehe Sexvideos für andere Leute so. Da muss ja noch schon nochmal ein Sprung. Naja, also es war schon immer so, dass ich mich gerne vor der Kamera sehen mochte. Also du fandest dich schon immer geil? Ja. Du eingebildetes Stück Spaß. Nein, aber es war schon so, dass ich mich gerne freizügig gezeigt habe. Mhm. Ja, also da muss ich auch mal Grüße raushauen an alle Frauen da draußen, die sich freizügig zeigen, die teilweise nacktere Bilder haben als Pornodarstellerinnen. Kuss geht raus. No front! Und habe so eine Aufnahme damals schon mal gemacht, irgendwie mit Fotografen oder so. Und dann einfach ausprobiert. Mhm. Und es hat sich entwickelt, das war halt wirklich nicht geplant. Falls es irgendjemand interessiert, ich gehe nicht davon aus. Ich habe persönlich noch nie einen Porno von mir abgedreht, also noch nie irgendwie auf Kamera irgendwas gebumst. Nicht mal, wie ich mir jetzt irgendwie einen runterhole oder so. Das wäre komplett cringe. Ich habe noch nicht mal ein Foto von meinem Dick gemacht. Wahrscheinlich wird es sich auch nicht lohnen. Ich persönlich finde es natürlich eine interessante Sache, jetzt auch mit Hannah mal zu interviewt haben. Ihr wisst ja von mir, Leute, ich gucke keine Pirnos. Wirklich nur in ganz krassen Ausnahmesituationen, sowas wie das VR-Ding oder so. Für mich ist einfach das Thema Fantasie am Start. Aber auf der anderen Seite finde ich es auf jeden Fall respektabel, was die Hannah sich aufgebaut hat. Ist auf jeden Fall eine nice Sache. Dankeschön. Und auch vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt so bereit erklärt hast, mit mir zu streamen und die Videos zu machen und so. Echt eine coole Sache. Zeig doch mal dieses, wie in dem einen Video. Heute geht es ums Thema... Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Blasen.
Okay, danke dir, Hanna, dafür. Falls ihr noch nicht mehr vorbeigeschaut habt, schaut vorbei. Falls das Video komplett beschissen war, lasst noch um. Zum Schluss dieses Videos melde ich mich nochmal aus der Streaming-Position, ihr Laberlelex. Ich hoffe, ihr fandet die Livestreams und natürlich auch die Videos, die ich mit Hanna gedreht habe, einigermaßen unterhaltsam. Ich bin nach wie vor kein krasser Vertreter, der sagt, okay, guckt euch Pornos an. Es war trotzdem sehr sympathisch und mal interessant, Einblicke in den Bereich zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und übrigens, ich habe eine Sache gesehen, meine Freunde, und zwar extrem viele Leute, die hier auf dem Kanal am Start sind, sind ohne Abo unterwegs. Und ganz ehrlich, Leute, ich würde es genauso machen. Deswegen, in diesem Sinne, halt da mal.